Seifenblasen fotografiert im Moment des Zerplatzens. Farbexplosionen bemalter Ballons, festgehalten für die Ewigkeit. Farben in der Zentrifuge ins Bild gebannt. Was mich extrem fasziniert, ist gerade am Medium Fotografie, ist diese Möglichkeit, Momente einzufrieren, die so kurz sind, dass wir sie mit unserem menschlichen Auge nicht wahrnehmen können. Aber mit der Fotografie ist es möglich, diesen Moment einzufangen und ihn für immer zu speichern. Das finde ich das faszinierend. Das ist das große Potenzial der Fotografie. In seinem Studio in einem kleinen Ort in der Nordwestschweiz tüftelt Fabian Öfner an seinen Ideen. Er will das Auftreffen eines Steins in einen mit Farben gefüllten Behälter fotografieren. Um wirklich in der richtigen tausendstel Sekunde auszulösen, hat er einen Trick. Wenn immer ein Stein oder ein Objekt auf die Oberfläche des Pools springt, gibt es ein Geräusch. Das wird von diesem Gerät aufgenommen und wird dann die Blitze weitergeleitet, sodass die genau in dem Moment auslösen, wo der Stein auf die Oberfläche trifft. Wochenlang tüftelt Fabian Öfner an Aufbau, Materialien und Technik eines Shootings. Diese Serie wird Orchid, zu Deutsch Orchidee, heißen. Ich versuche das immer so viel Information preiszugeben, dass man zwar versteht, was dahinter ist, wie das Konzept ist, aber nicht so, dass man es eins zu eins gleich nachbauen kann. Wie das Ergebnis seiner Arbeit am Ende aussieht, ist für Fabian Öfner manchmal selbst überraschend. Viele Betrachter sind erstaunt, wenn sie hören, dass es sich dabei nicht um gemalte Bilder handelt. An dem Beispiel, da habe ich Ferrofluid, das ist eine magnetische Flüssigkeit, gemischt mit Wasserfarben. Und plötzlich entstehen da diese Pop-Art-ähnlichen Strukturen, wie man da sieht, wo man schwarze Kanäle hat. Und bei der war es jetzt ziemlich klar, dass das so sehr stark an Keith Haring erinnert. Physikalische Gesetze und naturwissenschaftliche Phänomene in poetischen Bildern sichtbar zu machen, reizt Fabian Öfner. In seiner Serie Dancing Colors werden Schallwellen zu tanzenden Farben. Am besten eignet sich Rockmusik. Meistens spiele ich aber nicht Musik, sondern vor allem Klänge, sei es das Zerspringen eines Glases oder auch der Herzschlag. Und je nachdem, welche Frequenz das Geräusch hat, desto unterschiedlicher sehen die Strukturen aus. Mal sieht das aus wie eine Blume, die sich öffnet, mal ist das wie ein Vulkan, wie eine Vulkaneruption. Also je nach Tonfrequenz gibt es ganz unterschiedliche Resultate. An Ideen für neue Projekte mangelt es dem Produktdesigner nicht. Und für einige hat er auch schon Abnehmer. Im Moment bin ich an mehreren Projekten dran. Es ist so, dass ich immer simultan an Projekten arbeite, dass wenn ich in einem nicht weiterkomme, dass ich dann wechsle in ein weiteres. Im Moment ist aktuell, wo ich Benzin mische mit Ölfarbe. Das ist ein Projekt. Das mittlere hat zu tun mit schottischem Whisky, wo ich schottischen Whisky benutze, um hirnähnliche Strukturen herzustellen. Und das dritte, das ist für die Parfümindustrie, da mische ich verschiedene Tröpfchen in einer Weise, dass es wie Farbkugeln aussieht. Wer Fabian Öfners Bilder sieht, möchte wissen, wie sie entstehen. Doch wenn diese Neugier gestillt ist, lohnt es sich auch zu schauen, was die eigene Fantasie in seinen Arbeiten entdeckt.